Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im neuen Jahr und herzlich willkommen zu einer Einheit Kuschel-Yoga für graue Januartage. Heute machen wir es uns ganz, ganz, ganz gemütlich. Ihr braucht dafür, wenn ihr habt, ein großes Kissen, ein Sofakissen zum Beispiel, das ein bisschen fester ist, eine kuschelige Decke. Ganz bequeme Sachen, auch gern warme Sachen, dicke Socken. Und wenn ihr habt, ein paar Tropfen ätherische Öle. Ihr könnt das nehmen, was ihr gerne riechen mögt. Oder auch wenn ihr erkältet seid, ein bisschen Pfefferminz oder Rosmarin, wenn ihr das Gefühl habt, die Nase ist dicht. Das kann man auch sehr schön machen. Legt euch euer Kissen in Reichweite. Faltet euch eure Decke. Auf die Decke könnt ihr euch setzen. Ihr könnt aber auch die ganze Yoga-Sequenz auf dem Stuhl machen. Ich werde immer wieder Varianten zeigen, wie ihr auf dem Stuhl die Übung durchführen könnt. Oder ihr macht es euch bequem. Ihr könnt euch auch auf einen kleinen Block setzen oder eben auch so, dass die Hüfte ein bisschen höher ist, hier auf die Decke. Ihr könnt auch die Decke auf den Boden legen, dann macht ihr es euch noch ein bisschen gemütlicher und kuscheliger. Oder ihr nehmt einen dicken, dicken Teppich und übt darauf. Macht es euch so gemütlich und so kuschelig, wie immer es geht. Ja, wir wollen es richtig schön haben jetzt. Und nehmt euch euer ätherisches Öl. Macht euch einen Tropfen auf die Hände. Verreibt das ein bisschen. Und atmet das erstmal ein. Könnt ihr immer wieder jetzt während der Praxis einmal die Hände auch nach oben führen, diesen Duft atmen. Und vielleicht habt ihr Orange, das erinnert ein bisschen nochmal an Weihnachten. Nelke oder Zimt oder Süßholz, Sandelholz. Ich weiß gar nicht, was ich hier habe. Ich glaube, es ist auch Orange. Orange ist also ein warmer, süßer Duft, finde ich auch. Die Farbe ist sonnig und das tut so richtig gut. Und dann kommt erstmal an. In eurer Praxis schließt gerne nochmal die Augen und wenn ihr mögt, führt nochmal die Hände zur Nase. Konzentriert euch dann ganz auf euren Atem. Spürt wieder, wie der Bauch mit der Einatmung hinausgeht. Mit der Ausatmung wieder sinkt. Kommt an in eurer Praxis. In deiner Praxis. Alles ist gut. Du bist genau hier. An dem Ort und an der Zeit. In der du sein sollst. Du machst genau die Erfahrung, die du machen sollst. Die Welt ist genau so, wie sie sein soll. Versuch im Frieden mit dir und deiner Umwelt zu sein. Mit jeder Einatmung das sein, was ist. Lass mit jeder Ausatmung das gehen, was gehen soll. Stell dir ein bisschen vor, du sitzt im Wasser. Und es ist viel Schlamm und kleine Teilchen, Algen sind aufgewirbelt. Und jeder Ein- und Ausatmung wird das Wasser ein bisschen klarer. Die kleinen Teilchen, der Staub legt sich, sinkt zu Boden. Genauso wie deine Gedanken, die vielleicht noch wirbeln, lassen sich mit jedem Atemzug ein bisschen klären. Mit jedem Atemzug sinkt ein bisschen mehr Gedankenstaub zu Boden.
Du sinkst immer mehr ab in deine Mitte, in dein Inneres. Es wird in deinem Kopf immer ruhiger, immer klarer. Mit jedem Ein- und Ausatmen klärt sich das Wasser um dich herum. Du sinkst immer mehr zum Grund, immer mehr zum Grund deines Selbst, deines eigenen Bewusstseins. Alles wird ruhig. Du kannst immer mehr in eine Beobachterposition gehen. Indem du einfach nur das wahrnimmst, was ist, ohne es zu bewerten. Du kannst auch mit jedem Atemzug deine Bewertungen gehen lassen. Mit jeder Einatmung wahrnehmen. Wieder ausatmen, deine Bewertung loslassen. Es ist alles, wie es ist. Es ist alles gut, so wie es ist. Und im nächsten Atemzug, atme tief ein, öffne deine Augen. Bring deine Hände hier auf die Seite. Wenn du auf einem Stuhl sitzt, kannst du die Hände auf die Seite deines Stuhls nehmen. Mit der Einatmung bring einmal die Hände hoch. Streck dich lang, bring die Handflächen aneinander. Zieh nochmal den Oberarm nach oben. Mach dich lang. Spür, wie deine Rippen sich nach oben öffnen, wie dein Rücken lang wird. Und mit der Ausatmung bring die Hände. Einmal mit der Einatmung hoch, mit der Ausatmung tief, mit der Einatmung hoch, mit der Ausatmung tief, mit der Einatmung hoch, mit der Ausatmung tief. Und jetzt lass eine Hand unten, nimm die andere Hand nach oben und komm ein bisschen über die Seite. Mit der Ausatmung neigst du dich zur Seite, mit der Einatmung gehst du wieder hoch, mit der Ausatmung. Die andere Seite, mit der Einatmung gehst du hoch. Mit der Ausatmung neigst du dich zur Seite. Mit der Einatmung kommst du hoch, mit der Ausatmung geht tief, andere Seite. Mit der Einatmung hoch, mit der Ausatmung tief, mit der Einatmung hoch, mit der Ausatmung zur Seite, noch einmal einatmen hoch, ausatmen tief, einatmen hoch, ausatmen tief. Bleib hier und spüre nach. Bring deine Hände nach vorne. Wenn du jetzt auf einem Stuhl sitzt, bringst du deine Hände auf die Oberschenkel. Wenn du auf dem Boden sitzt, bringst du deine Hände nach vorne. Und schau mal, wie weit du nach vorne krabbeln kannst mit deinen Händen. Vielleicht bleibst du aufgerichtet, vielleicht kannst du auch noch ein bisschen weiter. Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie hoch du sitzt. Ja, wenn du ein bisschen höher sitzt, deine Hüften ein bisschen höher hast, kannst du wahrscheinlich etwas weiter nach vorne krabbeln. Wenn du auf dem Stuhl sitzt, legst du dich einfach ab über deine Oberschenkel und vielleicht kommst du nach unten zu deinen Füßen. Hier kannst du jetzt einmal dich auf die Hände stützen oder auf die Unterarme ablegen, den Kopf hängen lassen und ganz ruhig, tief und gleichmäßig weiteratmen. Und dann krabbeln wir einmal mit beiden Händen zu einer Seite. Atme tief und gleichmäßig weiter. Komm wieder zurück zur Mitte. Krabbel mit den Händen zur anderen Seite. Atme weiter. Auch wenn du auf einem Stuhl sitzt,
Rubbelst du einmal ein bisschen auf die eine Seite von deinem Bein und auf die andere Seite von deinem Bein. Und noch einmal zurück zur Mitte. Drück die Hände in den Boden und richte dich langsam und Wirbel für Wirbel wieder auf. Wenn du auf dem Stuhl sitzt, kommst du nach oben. Auch Wirbel für Wirbel. Wenn du auf dem Boden sitzt, kannst du jetzt einmal deine Füße wechseln. Du hast wahrscheinlich einen Fuß vorne, den anderen hinten. Wechsel einmal die Füße. Wenn du auf dem Stuhl sitzt, sind deine Beine parallel und du machst die Übung einfach noch einmal. Nimm die Hände nach vorne oder auf deinen Oberschenkel, wenn du auf dem Stuhl sitzt, und krabbel wieder langsam nach vorne. Schau, wie weit du dich lösen kannst, wie weit du loslassen kannst. Atme hier tief und gleichmäßig weiter. Und dann krabbel mit den Händen einmal zur einen Seite. Spür, was sich verändert. Fühl mal nach, was macht das in der Hüfte? Was macht das in der Seite deines Körpers, in deiner Flanke? Wo wirst du lernen? Komm wieder zur Mitte. Und krabbel zur anderen Seite. Wieder zurück zur Mitte. Und drück dich einmal wieder langsam nach oben oder roll auf, wenn du auf dem Stuhl sitzt. Streck deine Beine nach vorne auf, aus, stell sie einmal auf und lass die Hände nach hinten sinken, stütz dich ab und lass beide Knie auf eine Seite fallen. Wenn du auf dem Stuhl sitzt, dann streckst du deine Beine aus und versuchst sie noch einmal durchzudehnen. Du kannst auch abwechselnd einmal ein Bein auf den Oberschenkel legen und noch mal ein bisschen das Knie zur Seite fallen lassen. Das machst du dann abwechselnd mit deinen Beinen. Wenn wir jetzt auf dem Boden sitzen, lassen wir beide Beine zur Seite fallen, wie ein Scheibenwischer, und zur anderen Seite. Wie gesagt, wenn du auf dem Stuhl sitzt, machst du das nacheinander oder du streckst einfach nur die Beine lang aus. Dann komm wieder zurück in deinen Sitz. Nimm ein Bein an den Körper ran, das andere Bein streckst du zur Seite aus, wenn du auf dem Boden sitzt. Wenn du auf dem Stuhl sitzt, bleibst du einfach mit ganz normal sitzen, kannst die Beine etwas öffnen, also etwas gegrätscht dich auf den Stuhl setzen. Wir ziehen uns jetzt nach oben, lang nach oben und drehen jetzt unseren Oberkörper Richtung Bein. Du kannst einmal richtig mit deinen Händen hier deinen Brustkorb hier rumdrehen und dein Bein richtig schön unter deinen Oberkörper bringen. Also, dass deine Hüfte wirklich hier nach innen gezogen ist, unter deinem Oberkörper. Und dann ziehst du dich lang und legst dich einmal nach vorne ab. Jetzt kommt der gemütliche Teil. Du kannst dir hier auch dein Kissen nehmen und einmal dein Kissen an deinen Körper bringen. Und dann legst du dich einfach gemütlich auf deinem Kissen ab. Das gleiche kannst du auch machen, wenn du auf dem Stuhl sitzt. Dann drehst du dich ebenfalls über die Seite und legst dich über dein Bein ab. Auch hier kannst du dir gerne ein Kissen nehmen, damit es noch ein bisschen gemütlicher wird. Und dann lass dich einfach hier sinken. Kommst du langsam wieder nach oben, kannst dein Kissen zur Seite nehmen, zieh dich wieder lang und jetzt dreh dich zur anderen Seite. Bring deine Hand auf das Knie, deine andere Hand geht nach hinten und ziehst dich lang mit der Einatmung, wie im Drehsitz, und mit der Ausatmung ein bisschen in den Twist nach hinten.
ich und gleich muss ich weiter. Und los wieder. Bring deine Beine wieder nach vorne, schüttel sie einmal aus und dann mach dich bereit für die andere Seite. Kannst wieder dein Kissen schon mal bereitlegen. Zieh dich lang nach oben. Drehe dich wieder zur Seite, wenn du willst. Dann hilf wieder ein bisschen mit den Händen nach. Schieb deine Hüfte wieder richtig unter den Oberkörper. Und dann lass dich einmal wieder fallen. Wenn ein Kissen nicht reicht, dann nimm zwei oder drei. Du kannst dir einen kleinen Turm bauen hier. Ja, auch das ist möglich. Mach es wirklich ganz bequem. Und genieß es. Und atme wieder ruhig und gleichmäßig weiter. Und dann wieder langsam nach oben. Nimm dein Kissen zur Seite. Streck die Arme wieder hoch, dreh dich zur anderen Seite. Fass wieder einmal dein Knie, die andere Hand geht nach hinten. Zieh dich lang mit der Einatmung, mit der Ausatmung wieder in den Twist. Auf dem Stuhl machst du das natürlich genauso. Und dann löse auch hier wieder auf, komm wieder nach vorne und bring beide Füße zusammen. Wenn du jetzt auf einem Stuhl sitzt, hol dir nochmal einen Fuß ran, soweit es geht. Und wenn du auf dem Boden sitzt, dann gehen wir hier in einmal die Schildkröte, nehmen beide Füße und geben uns jetzt erstmal eine Fußmassage. Das kannst du auch machen, wenn du Socken anhast. Oder natürlich noch besser, wenn du keine Socken anhast. Ja, wenn ihr auf dem Stuhl seid, dann macht ihr das mit einem Fuß und dann mit dem anderen. Hier auf dem Boden kann man beide Füße gleichzeitig machen. Knete mal richtig dein Fußgewölbe, knete deinen Fußballen. Auch kannst du nochmal das ätherische Öl nutzen, dir vielleicht noch ein bisschen Öl auf die Füße geben, deine großen Zehen, aber vielleicht auch die Achillessehnen. Ein bisschen Liebe für deine Füße. Und spür mal, wo die Stellen sind, wo es vielleicht ein bisschen druckempfindlicher ist. Auch im Fußgewölbe, gerade da ist es öfter mal empfindlich. Vielleicht knubbelt es auch so ein bisschen. Versuch mal da zu bleiben, den Druck ein bisschen zu erhöhen. Auszustreichen. Gerne wechseln. Wenn du nur einen Fuß hast, dann nimm nochmal den anderen. Wenn du beide Füße hast, dann schau nochmal, ob du eine andere Stelle findest. Auch hinten am Ballen. Oder außen. Dann nach links sehen. Und dann greifen wir einmal von unten unsere Schienbeine. Kommen ein bisschen nach hinten, richten uns auf und kommen einmal in einen kleinen Schwebesitz. Auch das kannst du auf dem Stuhl machen. Also mit den Füßen dann hochzukrabbeln, dich gerne hinten anzulehnen und einfach zu halten. Wir versuchen unsere Füße hier einmal zu halten, im Gleichgewicht zu bleiben. Dann kannst du auch deine Hände vorne ausstrecken. Das Gewicht ein bisschen abgeben auf die Arme. Und einfach wieder weiteratmen. Also lang zu bleiben im Oberkörper.
Dann löst auf, beug dich nochmal nach vorne und lass dich kurz ausheben. Für die nächste Übung drehe ich meine Matte mal quer zu euch. Ich glaube, das ist sonst ein bisschen doof zu sehen. Ihr könnt euch in die Rückenlage einmal begeben. Sehr schön. Die Beine können aufgestellt bleiben, ihr liegt mit dem Rücken schön flach auf der Matte. Und dann nehmt ihr einmal ein Bein, fangt es mit dem rechten Bein an und hebt es einmal nach oben. Die Hand kommt und greift den Fuß, schaut mal, wie das besser geht, von innen oder von außen. Und dann bleibt ihr hier, das andere Bein wieder ausstrecken oder so lassen. Und die Schulter zieht nach unten, der Fuß drückt Richtung Decke. Wie gesagt, schaut, was besser geht, ob von innen oder von außen der Fuß getroffen wird. Wenn ihr auf dem Stuhl seid, macht ihr das Ganze im Sitzen. Ja? Das zeigt ihr auch nochmal, wenn ihr auf dem Stuhl sitzt, dann könnt ihr einfach den Fuß nehmen und den einmal hier das Knie Richtung Schulter ziehen und euch hinten vielleicht anlehnen. Im Liegen ist das ein bisschen intensiver. Atmet gut in die Dehnung. Und lasst das Knie nach unten fallen. Schulter schwer werden, Fuß streckt und drückt nach oben. Und dann löst auf, streck dich aus, spür noch einmal nach. Und dann wechseln wir auf die andere Seite. Gehen einmal den Fuß an den Körper ran. Könnt auch erstmal den Unterschenkel ranziehen, dann den Fuß greifen und entweder von außen oder von innen den Fuß fassen. Andere Hand kann auch gerne hier auf die Hüfte des ausgestreckten Beins und dann einfach entspannen, so gut es geht. In der Rückseite des Oberschenkels. Spüre, wie deine Schulter immer schwerer wird, dein Knie immer mehr nachgibt. Und dann löse wieder auf. Spür nach, wenn du auf dem Stuhl sitzt, dann hast jetzt wieder beide Beine auf dem Boden, beide Füße. Wenn du liegst, bist du lang ausgestreckt. Wenn du liegst, dann stell jetzt nochmal beide Beine auf und schlag ein Bein über das andere. Auch wenn du sitzt, schlägst du ein Bein über das andere. Arme kannst du zur Seite ausstrecken und jetzt fallen beide Beine zu einer Seite. Der Kopf geht auf die andere Seite. Wenn du sitzt im Stuhl, dann hast du die Beine übereinander geschlagen und drehst dich einfach nochmal in einen Drehsitz. Möchte sich der Kopf in die andere Richtung drehen. Und dann komm wieder zur Mitte, wechsel die Seite
darf, dreht der Kopf wieder mit. Löse auf. Und jetzt kommen wir in die Endentspannung. Mach dir dafür ganz gemütlich. Wenn du möchtest, kannst du dich zudecken. Du kannst dir dein Kissen oder deine Decke einmal unter die Knie legen. Aber ganz besonders schön, ein bisschen erhöht. Hier die Beine. Vielleicht auch die flach gefaltete Decke. Wirklich aber dann flach gefaltet unter den Kopf. Deck dich gerne zu. Nimm nochmal deinen Brustkorb hoch, lass die Schulterblätter fallen und wieder absinken. Lass die Füße auseinanderfallen. Die Handflächen zeigen nach oben. Atme jetzt tief ein, dein Bauch geht hinaus. Bis in den Brustkorb, bis in die Schulterblätter. Halte den Atem an und mit der Ausatmung entspann den ganzen Körper. Einmal atme tief ein in den Bauch, in den Brustkorb, in die Schultern und mit der Ausatmung entspanne den ganzen Körper. Und noch einmal in den Bauch, in den Brustkorb, in die Schulterblätter. Und mit der Ausatmung lass alles los. Entspann deine Füße, deine Zehen, deine Unterschenkel, deine Waden. Entspann deine Knie, deine Oberschenkel. Deine Hüfte. Deine Bauchdecke. Entspann deine ganzen inneren Organe. Lass deine Organe mal nach unten fallen. Entspann deinen Rücken. Dein Brustkorb. Deine Schultern. Schulterblätter, die Muskulatur zwischen den Rippen, deine Oberarme, deine Unterarme, entspann deine Hände und deine Finger, entspann deine Kinn. Deinen Nacken, dein Kiefer, deine Lippen, entspann deine Nasenflügel, entspann deine Augenlider, lass deine Augen tief nach unten fallen, entspann deine Stirn. Deine Kopfhaut, spann dein Hinterkopf und bleib noch einen Moment hier ganz entspannt. Einatmen. Atme tief ein, heb deine Arme nach hinten, streck und reck dich, gib dir die Bewegung, die du brauchst. Komm dann auf deine Weise wieder zum Sitzen.
oder wenn du auf dem Stuhl gesessen hast während der Entspannung. Bring deine Aufmerksamkeit wieder hierher. Ich hoffe, es geht euch jetzt gut. Nehmt auch nochmal einen Atemzug von eurem ätherischen Öl in den Händen, wenn noch was da ist. Bringt die Handflächen zusammen. Und dann sage ich vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Namaste. Und euch noch einen schönen Tag. Tschüss.